Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play und zu Wolfsgeheul von Nintendo. Es ist das schöne, das majestätische Secret of Mana. Eines der wohl besten Super Nintendo Spiele, die es jemals gab. An diesem Spiel hängen Erinnerungen, kann ich euch sagen. Mann. Läuft mir fast die Pipi außer Augen, ja. Und oh, was passiert? Wir sehen was. Drei Gestalten. Dunkelheit breitet sich über dem Land Mana aus. Während die Mana-Kraft versiegt, die Menschheit wartet auf den Helden aus der Legende, der die heilige Waffe mit sich führt. Das Mana-Schwert. Von 1993, 94 von Square. Square ist heute mehr dafür bekannt, dass sie die Final Fantasy Spiele gemacht haben. Aber früher, insbesondere Anfang der 90er, in Kooperation mit Nintendo jede Menge Rollenspiele für das SNES. Das ist einfach super. Das war noch Qualität, das war... Ach, es war einfach wunderschön. Und ich möchte euch gerne an die Erinnerungen aus meiner Kindheit teilhaben lassen, indem ich dieses Meisterwerk für euch Let's Playen darf. Und ich freue mich schon riesig darauf. Und wir sagen, dass es losgeht! Wir können natürlich kein altes Spiel auswählen, ich habe natürlich keins. Deswegen ein neues Spiel. Unser Hauptcharakter, beziehungsweise dieser Junge da, der heißt natürlich so wie ich. Naja, nicht ganz, weil nicht ganz so viele Zeichen reinpassen. Nein! So. Ja, die Steuerung will mich noch ein bisschen trollen. Aber wir heißen natürlich Kaya, Kurzform von Kayasha. Oh, das muss ich wieder lesen. Lange Zeit wurde Mana von den Menschen ausschließlich friedlich genutzt. Dann jedoch bauten einige von ihnen die Mana-Festung, um Mana zu kontrollieren. Das erzürnte die Götter. Sie schickten einen Drachen, um die Festung zu zerstören. Sehr mystische Musik. Ein grausamer Krieg folgte. Mana drohte für immer zu verschwinden. In letzter Minute erschien ein Held, der mit dem Mana-Schwert den Krieg beendete. Das Ausmaß der Zerstörung war gewaltig, aber endlich herrschte wieder Frieden. Das alles ist schon lange her. Vielleicht viel zu lange. Vielleicht. Gott, sind die Texte schnell. Und hier sehen wir einen wunderschönen Blick über einen Teil der Weltkarte. Finde ich wirklich cool gemacht für Super Nintendo. Also, wie gesagt, ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß mit diesem Spiel haben wie ich. Hey Jungs, wartet auf mich! Hey! Sei still, wenn der Dorfälteste uns hier entdeckt, wird er böse. Vielleicht sollten wir besser woanders spielen. Es soll hier spuken. Du glaubst von alles, was die Erwachsenen wollen uns doch nur Angst machen. Meine Oma hat etwas von einem glänzenden Gegenstand am Wasserfall erzählt. Hey, vielleicht ist es ein Schatz. Komm, den müssen wir finden. Hilfe, ich falle! Ah, was für ein Trottel. Ah, mit diesem Pfeifton, geil. Oh, oh, das wird bestimmt schmerzhaft. Oh, oh, oh. Vielleicht ist das auch genug. Oh, 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 ich lebe noch. Puh, Schwein gehabt. Aua, mein Kopf. Und nun, wie soll ich jetzt wieder nach oben kommen? Wie das mit Klettern, du Noob. So, ich kann mich steuern. Ist das geil, oder was? So, für alle, die es nicht gemerkt haben, für mich ist das Spiel selbstverständlich nicht blind, wie ich ja schon sagte. Ich bitte natürlich, nicht zu spoilern oder sonst irgendwas, ja. Jeder, der dieses Spiel oder die Videos zum ersten Mal sieht, soll sich von der brachialen Geschichte überraschen lassen, die hier auf uns wartet. Also, Kaya, Kaya! Nanu? Was haben wir denn da? Oh, 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 ein Schwert. Haben will, haben will. Haben will. Hallo, haben will. Ne?
Das Dorf ist im Osten. Ich brauche etwas, um die Büsche umzuhacken. Ja, kaum will man in den Osten schon die Büsche im Weg. Aber da unten ist ja ein Schwert im Stein. Ui, sieht auch noch cool aus. Guck mal, wie das glitzert. Ist das da oben wohl ein Edelstein oben drauf? Naja, man weiß es nicht. Dann wollen wir mal. Kaya, zieh mich heraus! Wer sammelt denn da? Wer spricht denn da? Was macht dieses Schwert hier? Dieses Licht! Alter, voll die Effekte! So hell, ich sehe nichts! Ein Gespenst! Kaya, ich bin's doch nur! Das Schwert! Ein sprechendes Schwert? Voll auf Droge hier. Oho, oh, 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 oh. Was ist das? Was passiert da? Ach du grüne Neune, was haben wir denn jetzt angerichtet? Oh, ich habe eine Energieanzeige. Das helle Licht ist auf einmal verschwunden. Ich muss ins Dorf zurück. Hey, wir haben eine Waffe. Wir können uns wehren. Ist das geil oder was? Jetzt kann ich endlich diese verdammten Büsche hier wischen und wegbrezeln. So, boah, wenn jetzt doch bloß ein Pogo-Puschel in der Nähe wäre. Hey, was ist denn da los? Ach, ein Pogo-Puschel. Ist das ein geiler Name oder was? Den mache ich fertig. Bam, 18. Batz, nochmal 18. Zur Erklärung. Wenn ich haue, dann seht ihr, dass da unten bei meinem Porträt so eine Prozentanzeige hochläuft. Das ist in etwa so, dass die Zahl da drin steht, eine Prozentualangabe ist, wie hart oder mit wie viel Schadenspotenzial mein nächster Schlag treffen wird, wenn er denn trifft. Also voll aufgeladen ist 100, dann ist es natürlich ausgeblendet. So, wir hauen jetzt mal. 18. So, wenn ich jetzt weiter drauf haue, dann seht ihr, der Schlag wird schwächer. Am sinnvollsten ist es immer voll zu warten, bis 100%. Dann macht ihr am meisten Schaden. Bäm, seht ihr 18, das kann ich hier draufhauen, 3. Das bringt jetzt bei den Gegnern hier noch relativ viel. Oh, eine Kiste, 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 Kiste. Und was ist es? Ah, 4 GM, das sind natürlich Goldmünzen. So, wie ihr hier sehen könnt, wenn wir den Gegner einfach so behaken, es bringt uns nicht wirklich weiter. Ja? Also wie gesagt, vergesst es. Immer schön volle Kanne. So. Gerüchten zufolge soll unter diesem Gras, welches sich hier bewegt, Schatzkisten erscheinen können. Das konnte ich zwar bislang noch nicht bestätigen, aber naja. Mal kicken. So. Zack. Wir schnetzeln uns hier so durch. Wie wären wir jetzt eigentlich nach Hause gekommen, wenn wir nicht zufällig das Schwert gefunden hätten? Und wie hätten wir dieses verdammte Monster besiegt? Naja. Fragen über Fragen. Batz. Ah, das erinnert mich an meine Kindheit. Ah, dieses Spiel. Und Two of a Kind? Bam, jawoll. Und noch einer, komm her. Verdammt. Sehen sie nicht niedlich aus, die Pogo-Puschel? Ratterklatzum. Zack. Oh, mein Waffenlevel ist gestiegen. Das heißt, so viel wie ich kann meine Waffe jetzt aufladen auf Level 1. Das werde ich euch jetzt gleich am nächsten Gegner demonstrieren. Und zwar, wenn ich B gedrückt halte, also meinen Schlagknopf, dann mache ich sowas hier. Ihr seht, haha. So, das demonstriere ich jetzt nochmal. So, wie gesagt, ach Mist. Naja, ich halte jetzt B gedrückt, also den Schlagknopf. Und wenn ich den loslasse, passiert dieses, der Ultra-Angriff. Ja. Da steht jetzt eine 1. Ihr würdet euch sicherlich denken, wenn da eine 1 steht, geht das ja sicherlich auch noch höher. Das ist richtig. Das geht irgendwann später, ganz, ganz später, hoch bis 8. Und ja, man steht ziemlich lange da. Die Preisfrage ist, lohnt es sich, bis 8 aufzuladen? Oh, das war ein kritischer Treffer. Und, naja, wahrscheinlich eher nicht. Also wenn man so auf 2, 3 auflädt, ist man meistens am besten bedient. Gefährlicher Hinterhalt hier. Autsch. So viel Damage habe ich auch noch nie genommen. So, hey, ich habe ein Level-Up. Cool. Jetzt habe ich schon gleich mehr Leben, ich mache mehr Damage, ist das geil. Und noch eine Schatztruhe. Was haben wir denn hier?
Ein Bonbon! Was ist denn wohl ein Bonbon, hm? Ich werde es euch gleich verraten. Ein Bonbon ist, naja, der leichteste Heiltrank, wenn man so will, in diesem Spiel. Ja, es gibt hier keine Potion oder Trank oder Megatrank. Nein, Bonbon. Was ist die stärkere Stufe davon? Natürlich, Schokolade. Das Ganze geht ja natürlich noch ein bisschen höher und noch ein bisschen mehr und so weiter und so fort. Ihr kennt das Prozedere. So, was ich euch jetzt noch zeigen will, ist das sogenannte Ringmenü. Warum? Das Ringmenü heißt natürlich, es ist ringförmig aufgebaut. Hier habe ich das Waffenmenü. Hier sehe ich momentan natürlich nur mein Schwert. Ich habe noch keine andere Waffe. Der kleine lustige Kopf heißt so viel wie ich. Der Junge hat es ausgerüstet. So, dann haben wir hier das Itemmenü. Hier haben wir natürlich auch gerade nur den gefundenen Bonbon. Das wird später auch noch mehr, kann ich euch versprechen. Aber hier. Hier habe ich jede Menge Sachen zum Einstellen und Umstellen. Ich glaube, es ist auch wirklich ersichtlich, warum das ganze Ringmenü heißt. Verhalten ist noch nicht wichtig. Level, da sehen wir unsere Zauber- und Waffenlevel. Zauber haben wir jetzt wirklich, das kommt später. Befinden, hier haben wir allgemeine Informationen über den Charakter. Ich denke, das ist alles selbsterklärend. Level, KP, Erfahrung fürs nächste Level und so weiter und so fort. Dann haben wir Zielbestimmung. Das ist auch erst wichtig, wenn wir mit mehreren Leuten spielen. Ja, kackt die Wand an. Wir können das Ganze mit bis zu 3 Leuten spielen. 3 Leute auf dem Super Nintendo? Wie geht das denn? Der erzählt doch wieder Blödsinn, der Kayasha. Nein, nein. Es gab früher das sogenannte Multitap. Das wurde an den zweiten Controller angeklemmt und daran konnte man dann, ich glaube, ich hatte sogar einen Fünfer, mit bis zu 5 bzw. 6 oder ähnlich vielen Leuten spielen. Das ist schon ziemlich cool gewesen damals. Das war Revolution. Hier Kleid, unsere Kleidung, aka Rüstung. So, hier können wir noch Fensterfarben umstellen. Das werde ich jetzt auch mal schnell machen, wenn etwas so ein bisschen besser gefällt. Wir können hier halt den Rahmen ändern und dieses lustige Gitter, was da drin ist. Mir persönlich hat immer das hier sehr gut gefallen. Den Rest lassen wir einfach so. So, was haben wir hier noch? Tastenbelegung. Die bleibt auch einfach so. Und, wie gesagt, das Verhalten und so werde ich bei gegebener Zeit erklären. Hey, das sieht doch aus wie ein Dorf, oder? Bin ich hier zu Hause? Hast du gesehen, Kaya? Etwas Leuchtendes am Himmel, über dem Wasserfall. Ja, wie es aussieht, bin ich hier zu Hause. Die alte Dame kennt mich jedenfalls. Ich spüre, dass bald etwas Schreckliches geschehen wird. Ja, ja, alte Leute und ihre Vorahnungen. Was soll hier schon passieren, Mensch? Ah, hier, das hier. Seht ihr das kleine Schild hier mit der Vase drauf? Das ist ein Itemshop. Da werde ich erst aber später reingehen. Jetzt kann ich da eh noch nichts machen. Hier haben wir noch eine lustige Frau im Schlafanzug. Was hast du denn zu erzählen? Kaya, der Dorfälteste hat dich gesucht. Er sah ziemlich wütend aus. Okay, vielleicht will ich da gar nicht hin. Oh, hier, das ist süß. Ist zu erkennen, oder? Dass das ein Bett sein soll. Mit Kissen, einem Deckchen. Ich glaube, das kann man erkennen. Gut, da will ich jetzt allerdings auch noch nicht hin. Oh, was gibt's hier? Ein Fremder ist zu uns ins Dorf gekommen. Er ist im Haus. Ja, dann wird das so eine Art Kneipe oder sowas sein. Oder Gasthaus. Oh, ja. Was macht der denn da? Kannst du da Breakdance? Ich weiß es nicht. Und was hast du zu sagen? Der Fremde scheint ein Ritter aus einem fernen Land zu sein. Naja. Was sagt denn der Barkeeper hier? Sag mal, Kaya, was ist denn geschehen? Tom ist weinend davongelaufen. Tom war übrigens der etwas kräftige Junge. Und der Fremde hat uns nichts zu erzählen. Penner. Naja, was soll's. Vielleicht spricht er eine andere Sprache oder irgendwas, was weiß ich. Oh, da sehe ich Tim und einen alten Mann. Und Tom ist auch da. Da muss ich hier vielleicht hin. Dorfältester Kaya, Gott sei Dank, es geht dir gut. Ich hatte solche Angst. Ich dachte, wir sehen dich nie wieder. Es wäre besser gewesen, wir hätten diesen Trottel nie mitgenommen. Ihr Idioten, es wäre besser gewesen, ihr hättet uns nie gespielt. Na nun, Kaya, was hast du denn da in der Hand? Oh nein, das ist... Cool, hast du aber den Schatz gefunden? Auf, lass uns kämpfen! Was hast du getan? Du hast das Mana-Schwert aus dem Stein gezogen! Das ist unglaublich! Das Mana-Schwert? Dann ist unser Dorf erledigt! Stimmt doch gar nicht. So erzählt es die Legende! Wir sind alle verloren! Im Stein steckend war das Mana-Schwert und
unser Schutz vor den dunklen Mächten. Deshalb sind plötzlich all diese Monster hier erschienen. Nein, hab ich doch nichts mit zu tun. Aber wie konnte ein Versager wie er das Ding aus dem Stein ziehen? Ey, Junge, du kannst gar nicht mehr... Ey, warum haust du mich? Nein! Hör auf damit! Du bist an allem schuld! Alles wegen dir! Nein, hallo, nein! Oh nein, das Blumenbeet! Nein! Wehe, du gehst auf die Blumen! Du Vollidiot, bitte lass es... Oh, oh, Erdbeben! Nein, geh nicht auf das Blumenbeet, das trägt dich nicht! Nein, lass es! Bleib da einfach stehen! Nein, nein, hör auf zu tappeln! Idiot! Oh nein, ich hab es gesagt! Ich hab es gesagt! Warum ist der Fremde da jetzt raus? Naja, gut, ist halt ein Sittenstrolch! Oh, 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 oh! Oh, oh! Hilfe! Du hast ein Monster! Hilfe, ein Monster! Tu doch was! Du hast dein Schwert! Los! Na gut, dann will ich dem Monster da mal auf die Fresse hauen! Hey, Junge! Hörst du mich? Beobachte das Monster und greife es erst dann an! Na gut. So, Freunde, das hier ist der erste Boss im Spiel. Der sogenannte Sichelanbeter. Bei dem kann man natürlich, hoppala, nicht sterben. Der Fremde würde einen immer wieder beleben. Aber ich versuche das Ganze mal zu schaffen, ohne dass dies passieren muss. Das ist allerdings nicht ganz so einfach. Ja, jetzt noch ein Säureatem. Oh Gott, hat der einen fetten Arsch. Tom, seht ihr das rechts unten? Oh mein Gott. So, nimm das. Fiese Möb. So, langsam dürft ihr irgendwie... Oh nein, Juwelenregen. Ah! Hey, werde ich jetzt reich? Nein, natürlich nicht. Null, jetzt hat er sich selbst gehauen. Ha! Ich hab's geschafft! Yeah! Und diese Animation, das ist der Hammer. Ich habe noch sehr viel von dem Spiel im Kopf, deswegen weiß ich natürlich auch noch, dass das der Sichelanbeter war. Ja, wie gesagt, das ganze Spiel kenne ich fast noch in- und auswendig. So einigermaßen zumindest. Bing! Und weiter geht's. Ist das ein geiler Jingle? Das ist ein geiler Jingle. Oh, Schwert, Orb erhalten. Du hast ihn besiegt. Warte, ich ziehe dich nach oben. Oh, hört ihr das? Diese frohe Musik. Wow. Ey, wir haben es geschafft, Tom zu begeistern. Ist das nicht was? Das ist der Hammer. So, Fremder, was hast du zu sagen? Hm, es scheint, dies ist das echte Mana-Schwert. Aha. Und weiter? Es heißt, in Zeiten der Not käme ein Ritter, um das Schwert herauszuziehen. Ich bin doch kein Ritter, ich bin ein kleiner Junge. Du bist jedoch viel zu jung. Irgendwas muss mit dem Schwert geschehen sein. Ja, habe ich doch gesagt, ich bin zu jung. Hier, nehmen Sie es. Das geht nicht. Das Schwert ist kraftlos und muss aufgeladen werden. Nur du kannst dies tun. Du hast es herausgezogen. Ja, danke. Und wie geht das? Besuche Aquaria im Wasserpalast. Sie beschützt dieses Land seit 200 Jahren. Sie kann dir weiterhelfen. Da bin ich ja mal gespannt. 200... Oh Gott, wie verrückt. Oh Gott. 200 Jahre alt. Boah, muss die verschrumpelt sein, ey. Kaya, der Dorfälteste will mit dir sprechen. Gut, ich muss dann auch weiter. Übrigens, ich heiße Victor. Oh, Victor, ein edler Name. Ich warte auf dich vor dem Wasserpalast. Okay. Da werde ich wohl demnächst bald mal hin müssen. Erhobenen Haupts gehe ich zum Dorfältesten. Ha, vielleicht kriege ich eine Belohnung. Oh, was geht hier ab? Oh, was? Oh mein Gott. Kaya muss hier weg! Alpha Bütsch. Genau, ein schwarzer Fürth. Oh, Kaya! Warum nur? Warum hast du dieses Schwert genommen? Wir werden alle untergehen. Du hast diese Welt auf dem Gewissen. Nur du alleine. Hallo? Alte Güte, welch dafür, dass Geheuer geht. Alle die Hand heben. Falls ich im Dorf bliebe, würden noch mehr Menschen der Hälfte dauern, ja. Hau ab! Verschwinde endlich! Bist du bald weg? Hallo? Was soll denn das? Ich will das hier nicht tun. Aber ich muss. Oh, hört ihr diese traurige Musik? Ich muss dich bitten, das Dorf sofort zu verlassen.
mir mit, was du in der Truhe unten findest. Das kann doch nicht ernst sein. Was soll denn das? Du Scheißer. Was hast du mir denn noch zu sagen hier? Benütze den Ausgang im Süden. Geh jetzt. Bevor noch mehr passiert. Lern erstmal Hochdeutsch, Junge. Du gehst. Bis später. Ja, ich glaube, ich werde nicht wiederkommen. Kiste, was ist hier wohl drin? Unermesslicher Reichtum? 50 Goldmünzen. Die hätte er sich auch sonst wohin stecken können, der alte Sack. Ich habe dich als Kind zu mir genommen und aufgezogen. Leider kann ich jetzt nichts mehr für dich tun. Vergib mir. Oh. Ich hab's dir schon einmal erzählt, aber... Oh, die Musik wird leise. Was kommt jetzt? Oh, noch traurigere Musik. Deine Mutter brachte dich als Baby in dieses Dorf, mein Junge. Doch schon bald darauf verschwand sie spurlos. Gib zu, du hast sie eingesperrt, du alter Lustmolch. Ich nahm dich auf und liebte dich wie ein Sohn. Doch nun trennen wir uns. Hoffentlich wirst du deine Mutter eines Tages finden. Leb wohl! Alter, dreckiger Penner. Piss dich, Junge. Gleich kriegst du ein paar an Hals. So. Oh, diese Musik. Die macht mich ganz depressiv. So, jetzt zeige ich euch noch schnell den Shop. Denn jetzt habe ich ein paar Goldmünzen zum Ausgeben. Yay! Ich verkaufe dir nur etwas, weil es der Dorfälteste Strand. Na, was hast du denn, mein Freund aus der Schweiz? Wie kann ich dir helfen? Kaufen natürlich. Was gibt's denn hier? Bonbon! Bonbons heilen, wenn mich nicht alles täuscht. 100 KP? Ja, ich glaube. Davon werden wir gleich mal welche einstecken. So, das waren jetzt insgesamt 4 Stück. Einen hatte ich ja schon. Kaufe ich natürlich noch Heilkräuter. Heilkräuter sind das, naja, Mittel gegen so ziemlich die meisten Wehwehchen, wie vergiftet, Feuer oder Schlafen, Stein, hast du nicht gesehen. So, kann ich mir nicht leisten, Lebenswasser. Schade eigentlich. Das würde einen toten Mitstreiter wiederbeleben. Aber ich habe nur einen momentan. Ich selbst, wenn ich sterbe, ist das Spiel vorbei. Dann habe ich hier ein Stirnband. Das ist Rüstung. Yeah, ich kann mich schützen. Für 50 GM. Das kaufe ich natürlich. Was habe ich hier? Oh, und eine Schutzweste für 20 GM. Die kaufe ich natürlich auch. So. Noch das. Nee, ich will nichts mehr. Denkst du auch daran, dir neue Klamotten für den Schutz für die Monster zu kaufen? Nein. So, jetzt werde ich euch das Kleidungsinterface noch schnell zeigen. So, ganz einfach. Stirnband, ist klar, der Name. Danach steht 2 und 2. Die erste 2 bedeutet die Rüstung, die ich momentan trage. Und rechts die Rüstung, auf der ich gerade mit meinem Cursor bin. Ne, also macht jetzt natürlich keinen Unterschied. Weil ich nur das Stirnband habe. Ach, eine Schutzweste hatte ich schon an. Ach, Mist. Naja, egal. So, diese traurige Musik. Hier ist noch das Loch. Kann das mal wieder einer zumachen? Das ist gefährlich. Da kann man reinstolpern, Mensch. Hast du alles? Ja, habe ich. Du bist aus dem Quelldorf verbombt worden. Heulisch ab! Okay, das war's mal für den ersten Part. Das ist Let's Play Secret of Mana. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Über einen Daumen hoch oder ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal beim Sockenclub und Let's Play Secret of Mana, euer Kayasha. Ciao!